Wir sind wieder auf unserem wunderbaren Floß. Und ich habe Dinge vor. Ich habe mich vorbereitet und ich weiß, was ich bauen will. So, aber eins nach dem anderen. Für Bauen brauchen wir erstmal richtig viel Baumaterial. Das haben wir aktuell nicht. Dementsprechend mit Salzwasser füllen. Salzwasser platzieren. Alter, es leckt. Achso, ach, du bist gekommen. So. Trinken. Wir trinken das jetzt einmal leer, obwohl wir voll sind, aber nur damit wir das einmal komplett befüllen können. Ich glaube, das war schon, ne? Ich muss ja mal ganz kurz das Spiel neu starten. Starten Sie mal. Kannst du jetzt bitte endlich mal das Spiel neu starten, bitte? Ja, ja. Ich habe nämlich keinen Sound. Ah, das ist natürlich unlucky. Ja. Ich schaue mal kurz auf diese Insel. Wir sind da haben wir die noch abgebaut, bevor wir... Ja, sieht so aus, hier ist kein Baum. Baum fällt. Ist kein Baum da. Ja, oh ey. Aber ich könnte hier die Ananas mitnehmen. Das können wir machen. Hier schwimmt auch schon wieder unsere nette Begleiterin mit. Also wir haben ja gesagt, unsere Begleiterin wird immer weiblich sein. Oha. Die hat jetzt gar keine Lust an mir. Eingeschnappt oder was? Ja, okay. Das ist auch okay. Oh, da ist Kupfer. Au! So ein Ding ist es also. Hier unten ist Kupfer. Und ich glaube, Kupfer war so eines der Dinge, die uns da und irgendwie abgehen oder so. I don't know. Ich hoffe, dass die leckt jetzt, aber wirklich nur vom Spawnen von dir. Ja, von mir. Ich bin jetzt ja gerade reingekommen. Ah, scheiße, warte mal. Das ist ja gar nichts zum Essen. Hier ist Essen, oder? Hier sind Blätter. Aber Palmblätter haben wir ja kaum welche, ne? Also. Du hast es gar nicht mitbekommen, glaube ich, letztens. Ich bin hier noch Jahr gefahren. Du bist ja auf See quasi, bist du gegangen. Du hast gesagt, aber auf den Boy habe ich echt keinen Bock mehr. Und dann bin ich noch hierher geschippert. Dann habe ich noch geankert und habe Dinge getan. Und das könnte sein, ja. Und naja. An meiner Seite wieder der wunderbare und äußerst charmante, nicht Captain, sondern Steuermann, Kölschi, der Erste. Das ist ein bisschen viel der Ehre, hallo. Das ist überhaupt nicht viel der Ehre, Alter. Alleine wenn ich dran denke, was für grandiose Arbeit du leistest. Sowohl in-game wie auch in real life. Ist es ja mal absolut legitim. Das Mindeste, also das absolut Mindeste. Ja, ich schaue nochmal nach Kupfer. Ich habe hier einen Kupferader gefunden. Vielleicht finden wir da noch einen. Ich glaube, das hier ist auch Kupfer, kann das sein? Ah, ist, glaube ich, Lehm. Das sieht ziemlich nach Stein aus, danke. Sag ich doch, Stein. Komm, Pix. Hast mich verfehlt. Tschalalalala. Oh, komm. Aha, hast mich wieder verfehlt, aber ich dich nicht. Ich hab dich zweimal gepikst. Haha. Warum? Weil ich's kann. Oh, dreht um. Oh, komm nochmal. Au, hat mich gewischt, aber ich dich auch. Ha, noch zweimal. Ich glaube, wir kriegen gleich wieder Haifischfleisch. Wenn es so weitergeht. Ich farm die jetzt. Komm. Ah. Ich kann mich auch wieder dran erinnern, was unser Problem war. Wir kommen nämlich gar nicht zur nächsten Insel oder zur nächsten Station, weil wir wahrscheinlich diesen Motor brauchen. Das war's. Ja, wie heißt es nochmal? Du bist jetzt gerade wieder völlig überfordert. Ich bin, was das angeht, ne? Komplett überfordert. Motor aber brauchen wir. Dafür brauchen wir Metallbarren und Leiterplatten. Bei Leiterplatten brauchen wir Kupfer. Ich dachte, wir haben den Motor, aber keinen Sprit. Nö, wir haben ja, wo haben wir denn hier einen Motor gebaut? Ist hier irgendwo ein Motor? Ja, in deiner Tasche. Hier gibt es noch ein bisschen Kupfer, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da unten ist noch Kupfer. Leiterplatten, genau, da brauchen wir Kupferbarren und ja, genau. Ja, deswegen bin ich hier. Natürlich bin ich hierher gefahren wegen dem Kupfer. Ich wusste natürlich, dass hier Kupfer ist. Bam!
Geh weg! So. Also nicht geh weg, sondern stirb. Ich brauche noch ein bisschen Leben, dann kann ich nochmal gegen sie fighten. Bisschen Leber. Ein bisschen Leber. War wir bei Barbara oder? Ich weiß es nicht mehr. Wir brauchen echt irgendwo so eine Namensliste, oder? I guess. www.raunis und Kölschis high-namensliste.com oder so ähnlich. Ja, ich glaube, ich habe genug Leben, damit ich nochmal einmal. Wo bist du? Da ist er. Komm zu mir. Gut. Wo ist der denn jetzt wieder hin? Da. Oh, ich muss raus. Oh mein Gott. Hallo. Ich bräuchte mir was zum Heilen. Also eigentlich auch ein bisschen schade, da sind keine Bandagen oder so. So viel, ich weiß gar nicht. So, was haben wir denn hier wieder? Wahrscheinlich wieder einen wunderschönen Stuhl oder sowas. Ein Teppich, Alter! Mach das immer einer nach, du. Die Achse ist aber auch runter, die ist kaputt. Bam, 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 bam. Oh, Malerei. Kölsche Malerei. Ja. Wir haben doch hier. Hey, malst du mir jetzt ein Bild? Ah, scheiße, den Running Gag kennst du nicht. Fuck. Nee. Ich hatte früher Anekdoten aus Draunis Gamer-Zeit, Gamer-Welt, Gamer-Vergangenheit. Ich hatte früher einen Mate, der war früher auch sehr viel hier am Stream. Ab und zu schaut er mal vorbei, ab und zu lese ich seinen Namen. Der hieß Elmo. Wie der Elmo, also wie der Elmo, ne? Elmo-Song. Ich weiß eigentlich, for real weiß ich gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber irgendwie waren alle aus unserer so Mate-Clique die Überzeugung, dass Elmo immer Bilder malt, aber der hat ja immer so ein, zwei so ganz künstlerische Bilder im Hintergrund hängen. Und da kam das Meme dann irgendwann auf, dass wenn er nicht zockt, weil er wieder mal verpennt hat oder so, oder weil er verpennt hat, dass wir einen Spieltag haben oder sowas, wahrscheinlich einfach damit beschäftigt ist, Bilder zu malen. beiß in die Planke. Sollen wir mal weiterfahren? Haha! Ist er tot? Ja, jetzt können wir Kupfer fahren. Lass uns hier noch tauchen und schauen, was hier Sache ist. Ja. Ich schmeiß nur schnell das Fleisch hier rein. Nicht, weil wir keinen Platz haben. Und Abfahrt. So, das hier müsste Sand sein. Oder Stein. Sand. Da haben wir noch Metall. Das nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Schrott. Rotten nehmen wir auch sehr gerne mit. Und ich glaube, da vorne habe ich auch wieder was seitlich dranhängen sehen. Und seitlich ist immer so ein Zeichen für... Was bist denn du? Das sieht so kristallisch aus. Ist das Glibberzeug hier? Nee. Ah, Metallerz. Ist auch gut, oder? Glibberzeug ist hier Seetang. Ja, aber Metallerz ist, glaube ich, auch nicht so bad, oder? Ja, klar. Wenn der Hai jetzt gerade tot ist, sollten wir alles nehmen, was da ist. Alles nehmen. Wir räubern hier die Insel aus. So, oh, das sieht ja nach Kupfer aus. Aufladen. Und ab da auch. Das hier, oder? Was ist das hier? Was hier ist so seitlich dran? Auch Metallerz. Schade. Aber nehmen wir alles mit. Dann war es halt nur einmal Kupfer. Das soll mir auch recht sein. Jo, der Hai ist tot. Brauchen wir ihn. Chat, wir brauchen ihn einen neuen Namen. Vorzugsweise mit B. Bäcker! Ich meine, sie heißt ja auch Bäcker Beast, ne? Ich meine, schaut er den Heim an? Ja. Freundlich ist jetzt der nicht. Oh, schau mal, was ist denn das? Auch Metallerz? I guess, nehmen wir auch mit. Abtauchen. Und dann haben wir halt sehr viel Metallerz. Ich glaube, das ist auch gerade so für Dings nicht schlecht, oder? Oh, das ist Kupfer. Das ist Kupfer. Das sehe ich von Weitem. Für Nägel und Co., glaube ich, braucht man auch Metallerz, oder? Oder geht es mit Schrott, geht das normalerweise? Aber ist egal. Hier, Kupfer, ich wusste es. Einmal drumherum und wieder runter. Schau mal, wie lange Bäcker auf sich warten lässt. How no?
Oh no. Hey, Bäcker, na? Ganz schön frech, mir einfach eine Steam-Freundschaftsanfrage geschickt. Kannst du das vorstellen? Einfach so. Habe ihn natürlich abgelehnt. Nehmen keine Freunde auf Steam an. Die wollen alle nur, dass man irgendwelche Scamlinks anklickt und dann ist der Account weg. Ist so. Jetzt, Hashtag ist so. Ist mir tatsächlich auch fast einmal so passiert. Hey, to be honest, ich habe in meinem Leben so viele merkwürdige Steam-Anfragen gehabt. Und ich habe immer nicht gerafft, wie die Leute es auch schaffen, mir Chat-Nachrichten zu schreiben. Also ich meine, wenn dir ein Steam-Account schon eine Chat-Nachricht schreibt, ohne dass er mit dir befreundet ist, dann wäre ich schon vor. Dann ist schon so der Punkt erreicht, wo ich sage, nee, du, lass mal stecken. Nee, bei mir war es wirklich einer, da weiß ich, der ist auch im E-Sports aktiv und so und Oh, Becker ist da! Und der hat mir dann geschrieben, von wegen, hier, unser Team, kannst du mal promoten, also hier so Voting abgeben. Ja, klang alles irgendwo plausibel, ne? Und auch ganz normal geschrieben, also nicht, dass man meint, da kann jemand kein Deutsch oder sowas, ne? Kommt ja auch oft genug vor, dass du irgendwelche Anfragen hast, wo du denkst, okay, das ist ein Google Translator gewesen. Nee, das war, sah wirklich gut aus und dachte mir, gut, machst du halt, ne? Und hab ihm dann auch zurückgeschrieben, ja, hab gewertet und so. Und dann schrieb er mir zurück, ich hab dir nichts geschrieben. Dann fiel es erst auf. Ja. Ärgerliche Sache ist. Also, ja, tatsächlich ist mein Steam-Account schon einmal im Laufe meines Gaming-Lebens abhanden gekommen. Also einmal ist es mir auch schon passiert. Komplett weg und so. Aber ich meine, ich habe es letztens eh erst irgendwo on-stream mal erwähnt. Seitdem gibt es eine Gaming-Schachtel, die ich nie wegschmeißen werde. Und zwar die Gaming-Schachtel meiner Counter-Strike-Edition. Ah, jetzt kann ich nicht, weil da der Greenscreen hängt. Denn da ist nämlich ein CD-Key drauf und der ist tatsächlich hinterlegt in meinem Steam-Account. Und über den habe ich damals meinen Account zurückbekommen. Ich habe den dann so geschrieben, ah, bin gehackt worden, bla bla bla, pipapo. Und dann habe ich validierungsmäßig ein Bild von meinem Ausweis plus eben mindestens einem Game schicken kann, das ich gekauft habe, das nachweislich in diesem Account ist. Und seitdem weiß ich, diese Schachtel werde ich in meinem Leben nicht wegschmeißen. Das wird nicht passieren. Die wird immer in meinem Regal stehen wahrscheinlich, bis ich mit Gaming aufhöre. Und so wie ich mich kenne, wird das wahrscheinlich nie der Fall. Ich werd irgendwann einer dieser grumpy Opas, die noch auf Twitch unterwegs sind und denen irgendwie zeigen, wie sie World of Warships spielen oder so. Also, nichts gegen World of Warships, ne? Das ist ein grandioses Game, habe ich auch schon gespielt, aber ihr versteht, was ich meine. Achso, ich habe ein paar Kippe bekommen. Wollte ich auspacken, genau. Aber ich wollte essen und trinken, das war das Zweite. Einen Tisch. Und irgendwann, wenn ich mich nicht mehr dafür schäme, werde ich Kölschi fragen, ob er mal wieder mal so eine Flasche craftet. Da ist Kölschi nämlich voll in, aber ich möchte seinen Glibber nicht verschwenden, weil ich verliere die Flasche eh bloß wieder. Quatsch. Ich gucke mal. Also, die Axt ist Schrott, der Haken ist Schrott, der Speer. Bei mir ist alles Schrott. Bei mir ist wirklich alles Schrott. Ich sollte gleich mal alles einmal auf Reset quasi. Auf Reset. Der Schrotthaken ist besser als der Plastikhaken, ne? Jo. Ich brauche Seile dazu. Halli, hopp. Seile. Oh, ich sollte essen. Wie ging denn das jetzt wieder? Ah, hier ist so Seil. Und jetzt kann ich hier rüber hüpfen und öffnen und jetzt kann ich es dann herstellen. Hier in der Kiste, die gerade offen ist, da ist eine Flasche drin. Eine Flasche. Das ist schön. Aber dir fehlt noch eine zweite. Warum? Ich habe doch zwei Flaschen. Ich habe doch einen Becher. Oh, schau mal, da schwimmt ein Fass unter uns durch. Ein bodenloses Fass hier. Ich will das Plastik. Ich krieg's nicht. Das war wieder klar. Oh mein Gott, wir segeln seitwärts. Unlucky für die Netze, aber wir tun das. Oh, schau mal.
Wir haben ja direkt mal einen Game-Start heute mit Loot. Ja, ja. Das ist ja ganz was Neues. Ist es die Insel da links von uns? Ist ja, es die, wo wir... Nein, das ist sie nicht, aber ich steuere da mal so ein bisschen hin. Ich wollte fragen, ist es die, wo wir gerade weggefahren sind, aber das ist quasi die zweite Frage instant mitbeantwortet. Das finde ich... Ja, ich bin effizient. Ah, okay. Oh, der Haken ist nicht weit genug. Ich wollte das Fass haben, Mann. Ja, ich habe hier noch ein bisschen... Oh Gott, ich habe rohen Fisch gegessen. Gut. Also, wir haben einen neuen Haken. Wir brauchen eine neue Axt. Da brauchen wir Blanken. Axt, Blanken. Ach, wieder Seile, ne? Blub, 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 blub. Ah, Mann, muss ich das erste rüberziehen, ne? Ja, muss ich. Seile. Und Bolzen. Wie macht man denn Bolzen? Aus Schrott oder was? Was macht man Bolzen? Also, was macht man Bolzen? Musst du nachschauen, kann ich jetzt auch ja, nicht sagen. Ja, ist ja gut. Ist doch, das kannst du auch im... Ja, wie wenn, weißt du, wie wenn Metallbaren, ist halt schon teuer, ne? Haben wir noch Baren? Irgendwo ja. Ja. Kann auch in meinem Inventar sein, ist es aber nicht. Naja, das dann ist irgendwo ja. So, eine neue Axt. So, die alte werden wir dann... Die wird noch einmal wird die noch zuschlagen, dann macht so... Und dann brauchen wir auch wieder einen Hammer. Ich habe keinen Hammer mehr. Solltest du eigentlich haben, der Hammer wird nicht kaputt gehen. Ah, okay. Dann habe ich den irgendwo hingeschmissen. Ja, das... Schon, ja. Plastik. Plastik, Fantastik. Ah, die Netze, die sind schon übelst belohnenswert jetzt so. Wenn wir dann einen Motor haben, dann fahren wir quasi immer Schnauze voraus, oder? Also dann hat dieses ganze Seitwärtsfahren und Bums hat dann eigentlich ein Ende. Naja, kommt drauf an, wir brauchen ja auch ein Steuerrad, ne? Also man könnte ja auch trotzdem irgendwie seitlich fahren. Verstehe ich nicht. Ja, mit dem Steuerrad kannst du, wenn du das Steuerrad trotzdem seitlich machst, fährst du seitlich. Wie mache ich ihn reparieren? Aha, alles gut. Alles Gucci. Ach, keine Blanken, Alter. Ja, egal. Wir kriegen jetzt gleich Blanken da auf der Insel. Ich habe eh eine frische Axt. Frische Axt einweihen. Da-da-da-da-da-da-da. Oh-ho-ho. Schalalala. Ah, ich wusste es. Genau, einmal zuschlagen was. Bam, bam, badam, badam, bam. Padam, padam, bam. Die Frage, es gibt ja so Setzbeete, ne? Und es gibt ja auch den Palmensamen. Und die große Frage dann ist, können wir dann quasi Bäume züchten, also nicht nur Früchte, sondern kann man den Baum dann auch abholzen, den man da aufs Brot drauf pflanzt. Und jo. Sozusagen seine eigene Holzzucht machen. Ja, sagst du? Genau so und nicht anders. Genau so, ja, sollte man mal machen, ne? Ja, das braucht aber super viel Platz, du brauchst super viel Wasser, eine Bewässerungsanlage, also... Ey, also immer gleich Schwarzmalern, ne? Also immer gleich... Nein, ja, nicht Schwarzmalern, ich wollte darauf hinaus, vielleicht ein bisschen früh. Ah, ein bisschen früh, Alter? Weißt du, wie viele Stunden wir hier schon auf See sind? Ja, und wir leben noch. Ja, das ist richtig. Ja, also ich meine... Nee, wir sind noch nie respawned, nein! Nein! Ich nicht. Ah, ich hab dich auch schon getragen. Getragen, aber ich musste nicht respawnen. Ah, das ist ja unlucky, ne? Ich kann die Teile ja nicht abbauen, weil sie nicht unter Wasser sind. Also eh bloß ja. Sand. Glaube ich. Es zieht ein Sturm auf. Ah, es ist eh bloß Stein. Es zieht ein Sturm auf? Ja, ja. Das merke ich schon, dass du heute auf Krawall gebürstet bist. Mein lieber Freund und Kupferstecher.
Und Kupferstecher ist halt wirklich, ja, weil wir sind Kupfer gestochen. Oh. Ja, das ist das Plankton-Zeug, oder? Hier. Seetang aufnehmen. Oh, das ist ja geil, das kann man mit E einfach nehmen. Das ist ja übelst belohnenswert. Was war mit den Muscheln nochmal? Da waren Perlen drin, oder? Ich weiß es mir nicht, gar nicht. Ich nehme sie einfach mit. Au! 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 Bäcker, raff dich mal. Au! Mm. Ah! Oh! Nur noch ein bisschen jammern. Ein bisschen jammern geht noch. Vier. Vier. Nee, warte mal. Vier. Yes. Blup. Einen Schrank gelernt. Ach nee, als ob ich jetzt wieder Durst habe. Wegwerfen. Oh nein, 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 nein. Ah, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Was ist das? Ich weiß nicht. Guck dir mal diese Insel an. Welche Insel? Oh, das ist riesig. Aha. Und die ist direkt nebenan. Ja, ja. Und ich wollte da unten noch tauchen, aber jetzt tauche ich da nicht mehr. Nee, ich war tauchen, da war nicht besonderes. Ja, doch, die Muschel wollte ich mitnehmen. Wir wissen, was die Muschel macht. Wir haben ein paar Muscheln, keine Achso. Ahnung mehr. Ich glaube, damit kann man Nester bauen oder irgendwie sowas in der Art. Brauchen wir eigentlich noch mehr von diesen Kisten? Was, ja, Lagerkisten, denke ich schon, ne? Wird langsam eng. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es nimmt irgendwie kein Ende, dass man irgendwie... Boah, ich habe mir 30 Tage überlebt. Das ist diese Mal. 30 Tage sind wir auf hoher See. So schaut's aus. Ach, wer? So, mit Süßwasser gefüllt. Kann ich noch mehr füllen? Ja. Woher weißt du, dass du 30 Tage auf See sind? Weil ich gerade den Erfolg bekommen habe, 30 Tage survived. Ah, ja, okay. Captain Obvious war am Start, sag ich dir. Captain Obvious war am Start. Was ist das da für eine Insel? Ich hab's keine Ahnung. Eine Insel. Tut, tut, eine Insel. Eine Insel mit zwei Bergen und den tiefen weiten Meer. Mit viel Tunnels und Gleisen und den Eisenbahnverkehr. Ja, wie mag die Insel heizen? Hier schwimmt Plastik durch die Gegend. Das will ich haben. Weißt du, was das Schöne ist? Meine Frau schaut... Meine Frau schaut nebenbei auf dem Fernseher, auch über Twitch, dir zu. Und ja. Ich stelle fest, es war gerade Werbung, während du gesungen hast. Ach. Alle Mühe wieder umsonst, ey. Was mich beim 24er tatsächlich gewundert hat, ist, dass die Leute so überhaupt gar nicht an den Bit-Sachen interessiert waren. Also entweder schlecht gewählt. Also ich meine, ich suche ja immer Sachen, wo ich mich verbessern kann. Ne? Also es geht ja hauptsächlich darum... Was kann man noch anders machen? Ich dachte tatsächlich, dass gerade so peinliche Fotos, so Kindheitsfotos und bla, der eine oder andere mit sich sagt, oh, ist das witzig? Aber tatsächlich nicht. Aber ich wollte halt nicht alles für Channel Points herschenken, so, da bin ich auch ehrlich. Ne, klar. Du hast ja auch einen Aufwand, Stromverbrauch etc. pp. Das darfst du beim Streamen nicht rechnen, ne? Das, ja. Das Ausgaben nicht rechnen, auf gut Deutsch. Ein reines Plusgeschäft, Kappa. Kommen wir da noch näher ran? Geh weg. Ah. Wir kommen näher ran. Okay. Ich mampf mich schon mal voll, weil ich habe da so die Befürchtung, dass es ein bisschen länger dort dauert. Ich habe sogar eine Schaufel dabei, falls ich wieder irgendwie so ein Dings finde. Eine Höhle. Und wieder irgendwas ausbuddeln da. Und dann mache ich mein Inventar leer. Ja, ist leichter gesagt als getan, weil irgendwie sind wir hier knallevoll, habe ich das Gefühl, werter Herr Genosse. Das kann durchaus sein. Ich spring mal rüber. Bei tiefster Nacht. So, Bewaffnung auf die 3.
Noch greift mich kein Adler nicht an. Es schaut halt schon so groß aus, als wären hier gleich wieder so böse Tiere. Oh, warte, was bist denn du? Wait a second, was ist das? Ah, schade. Hier steht halt eine Schubkarre. Ich dachte, vielleicht kann ich irgendwas machen. Da, da, di, da, 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 da. Kölsch lässt mich da auch komplett alleine. Ja, ich musste mich auch erst noch aufmunitionieren und so. Die ganzen geilen Bäume hier kann man nicht abholzen. Kann ich schon mal sagen, das ist schon mal sehr disgusting. Hör ich Musik? Ja, ich höre Musik. Sind Bienen böse? Ah, da war irgendwas. Du, ganz ehrlich, ich war schon mal auf einer ähnlichen Insel. Ich habe aber keine. Ach, da oben ist wieder Ahnung so ein mehr. Store. Also ich glaube, dass das denn Bienenwaben sind und dass wir wahrscheinlich Honig bekommen oder so zum ersten Mal. Ja, da, irgendwas kann man auch mit den Bienen machen, aber dafür bräuchte man ein Netz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, Insektennetz, genau. Ein Netz macht Sinn bei Bienen, ja. Können wir das schon craften? Nee, ne? Ja, doch, hier, doch. Insektennetz. Hey, Max, man, bist du noch im Boot? Nee. Okay, dann machen wir das gleich noch. Dann gehe ich da jetzt noch nicht hin. Ich gehe erstmal straight hier hoch. Weil normalerweise, wo so. Fuck it! Aha, du hast den Adler gefunden oder das Wildschwein? Weder noch. Okay. Das ist ein Bär. Oh, what the fuck, wait. Ein Bär hatten wir noch nicht. Und ich laufe um mein Leben, sag ich dir. Einfache Angelköder, Kunststoff, Blanken. Blanken kosten einen Müllwürfel. 10 Blanken kosten einen Müllwürfel. 20 Kunststoff kosten einen Müllwürfel. Hey, vielleicht kann man ein bisschen Müll herstellen. Ich hab einen Müllwürfel. Ja, nice. Also 20 Plastik, glaube ich, würde ich schon mitnehmen. Plastik ist auch immer relativ knapp. So, the question is... How much is the fish? How much is the bear? Wäre jetzt eher so mein Ding gewesen. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen craften, und zwar Pfeile. Ja, das klingt gut. Die andere Frage, die ich mir tatsächlich stelle, ist, ist es legit jetzt eine Insel, auf der gar kein Baum zum Abholzen ist? Dann bin ich nämlich echt ein bisschen sad. Aber dafür gibt's halt hier, hier gibt's, also ihr habt da hinten ja schon einen gehabt, jetzt habe ich hier nochmal 2, 3, 4 Bienenstämme. Oh, da ist der Bär. Oh, der Bär schaut aber auch schon gut angekratzt aus, ne? Eigentlich. Wahrscheinlich hat er so viele Bienenstiche abbekommen. Oh, und der geht genau vor der Höhle rum. Da, the big question is, bewacht der die Höhle oder komme ich trotzdem in die Höhle rein? Ich versuche jetzt mal von den Bienen den Honig zu... Ja, wobei, nein, ich glaube, macht das nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich den Honig nehme, dass die Bienen dann weg sind und dass wir die Bienen vielleicht aber brauchen könnten. Oh. Ich komme jetzt im Boot zurück und hole mir so ein Insektennetz. Ja, auch nur einen Berg. Also das ist anscheinend eine Typinsel von wegen hier Bienen und Bären, sonst nichts. Also Bäume und so gibt es hier gar keine zum Abholzen. Also Planken ist hier Fehlanzeige. Es gibt wieder eine Ziege. Hier sind nochmal 2 Bienennester. Ja, ich hole mir mal jetzt so ein Insektennetz. Vielleicht hole ich mir auch Pfeil und Bogen, weil dann können wir das wieder gemeinsam machen. Ich müsste ja eigentlich noch einen Bogen haben, oder? Hey, Bäcker! Hey! Psst! 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 Tschüss! Also, wir machen... Hier mal die Planken rein. Den Hammer lassen wir da.
Den Schrott lassen wir da. Den Speer nehmen wir auf die 1.